zusammen. Hi everyone. Ich möchte heute mal wieder eine ganz normale Fließtechnik machen, also einfach laufen lassen. Nehme aber dazu meinen Schnabelbecher. Also Fließtechnik heißt ja wirklich laufen lassen. So möchte ich es auch machen. Ich habe hier die Farben noch, und zwar habe ich Havanna Braun, primäres Gelb, beziehungsweise Echtgelb, Entschuldigung. Habe, jetzt muss ich schauen nochmal, von Xenacryl, das ist ja das Cyanblau und Türkis und natürlich Titaniumweiß. So, und das mische ich jetzt alles mal in diesen Becher rein. Also keine Flipcup, sondern einfach nur in diesem Schnabelbecher. Lass es aber von oben reinlaufen und mische es richtig. Also nicht Schicht für Schicht. Sondern einfach mischen. Habe auch Silikon 300 drin, also von der Viskosität her. Macht den Becher auch schön voll. So, seht hier. Ich kippe auch jetzt das Brett trotzdem ein bisschen. Und ihr kennt mich ja, ich schwenke dann immer ein bisschen hin und her. Jetzt kommt erstmal ein Weiß. Mal jetzt mal ein bisschen mehr. Und das jetzt wieder runterlaufen. So. Ist natürlich jetzt zu wenig Farbe. Dann machen wir den Restfarbe einfach noch rein. Oder die Restfarbe, Entschuldigung. Seht auch wieder, das Gelb ist ja transparent, es verschwindet fast. Okay. Ich werde jetzt aber hier außenrum weiß machen. Gut, und lass das jetzt mal hier einfach laufen. Fahr da nochmal drüber. So. Werde jetzt auch noch nichts erhitzen, ich lasse es jetzt erstmal laufen. Zwar schaue ich, dass es ein bisschen eine Breite bekomme. Nochmal zurück. So, möchte jetzt aber das Muster nicht so arg verlieren, darum lasse ich noch ein bisschen weiß außenrum laufen. Vor allem an die Kanten.
Ich will es gar nicht so arg laufen lassen. Ich finde es immer ein bisschen beschiss, sage ich jetzt mal, wenn man mit Weiß nachfüllt. Aber ein bisschen bescheißen kann man. Das geht immer. So, ich drehe es gerade mal rum, damit ihr es auch seht von der anderen Seite. Ja, jetzt muss die Geschichte wieder runter. Da seht ihr schon, wie sich es auseinanderzieht. Müssen wir die letzte Kante noch voll bekommen. Okidoki. Jetzt drehen wir es wieder um, damit ihr es besser seht. Und bringt das Ganze einfach noch wieder in die Mitte. Und dann haben wir doch eigentlich ein cooles Bild. So, vor allem richtig riesen Ring hier, schöne große Zellen, das kommt ja von dem Laufen lassen. Jetzt erhitzen ist die Frage, ich würde es eigentlich gar nicht erhitzen. Ich habe auch nicht viele Luftblasen drin, so wie es aussieht. Und ich lasse das jetzt so ohne Erhitzen. Das Coole ist einfach hier außen. Wenn sich so auseinanderzieht, dass die wie so Fäden und Ringe dann rauskommen oder teilweise Zellen rauskommen, das ist einfach cool. Also wie gesagt, ich lasse es jetzt so ohne Erhitzen. Ich werde es jetzt für 10 Minuten einwirken lassen und dann zeige ich es euch wieder von nahem, weil dann wird es wahrscheinlich noch ein bisschen nachgearbeitet haben. Cool. Okay, dann bis gleich. So Freunde, ich bin zurück. Es hat ein bisschen nachgearbeitet, aber ich finde es richtig cool geworden. Ohne Scheiß jetzt mal. Ich zeige es euch jetzt mal von nahem. Fangen wir unten an. Ja, das sieht fast aus wie so, ich sage jetzt mal im Embryo im Bauch. Dieser Streifen gefällt mir richtig gut. Na, hier. Wahnsinn. Jetzt seht ihr hier am Rand, was hier passiert. Das finde ich halt immer genial. Und dann eine schöne weiße Zelle wieder dazwischen. Und hier kräftige Farben. Also ich finde es einfach cool geworden, einfach simpel, also einfach. Und ihr bekommt schöne Bilder hin. Also wem es gefällt natürlich, muss man auch dazu sagen. Und hier dann schöne große Zellen. Also ich finde es gelungen. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet. Aber ich finde es einfach, einfach und genial. Okay, das war's schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, was gebracht und gerne abonnieren, wer noch nicht hat. Kostet nichts, ihr helft mir dabei. Natürlich auch Daumen hoch. Und ansonsten wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.